einen wunderbaren guten Morgen. Es ist 9 Uhr in der Früh, die Sonne scheint und die Luft ist so frisch und es ist echt toll. Ich hatte gestern einen sehr netten Abend mit dem Toni aus Meierhofen, Weltenbummler, Bergsteiger, Skiführer, alles Mögliche. Und es war echt nett. Jetzt habe ich nur versäumt, ein Foto von uns zu machen. Tja, aber so ist es halt manchmal. Sieben Kilometer muss ich jetzt an der Straße entlang laufen und dieser abgegrenzte Bereich hier ist der offizielle Radweg, ist also noch nicht mal so breit oder gerade mal so breit wie mein Wagen. Schön ist anders. Das ist der Salzach und Innenblick. Ich nehme an, links die Salzach und rechts der Inn. Ich habe Hunger. Die nächste Ortschaft ist 10 Kilometer weg. Vorher ist nichts zu machen. Minuten. Sensationell, meine ersten Pflaumen, die sogar schmecken von diesem umgefallenen Baum. Schöne neue Welt. Ein Laden mit Lebensmitteln, dachte ich mir zumindest. Die Tür ist offen, von der Seite nicht einsehbar. Und zack, die neue Einkaufswelt. Es gibt Eis, immerhin. Frühstück. Sind alle rausgekommen zum Nachschauen, wer ich bin. All of them came out to have a look who I am. Hallo. Ihr seid ja echt super. Ich habe mir sagen lassen, dass hier in Burghausen diese Burg da oben die größte Burg Europas ist. Und wenn ich mir die Ausdehnung so anschaue, ist es wohl richtig. Es sind nur noch 55 Kilometer bis nach Salzburg. Wie gern würde ich jetzt einfach weiterlaufen. Das wäre so toll. 2 Kilometer später stehe ich auf der Brücke. So, und jetzt bin ich wieder in Deutschland. Sauerkraut-Käsespätzle. Das habe ich auch noch nie gehabt. Und was schmeckt? Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Burghausen hat mich doch jetzt so fasziniert, dass ich beschlossen habe, eine Nacht in der Stadt zu bleiben. Ich habe mir da jetzt das billigste Zimmer gesucht. Und ja, schauen wir jetzt ein bisschen Burg und Altstadt an. Das ist echt toll und es ist schon einzigartig.
Hier bin ich jetzt im zweiten Hof der Burg und es ist so unfassbar. Diese ganze Burg hat eine Länge von 1000 Metern. 1 Kilometer, das muss man sich echt mal vorstellen. Sowas habe ich noch nie gesehen im Leben. Das ist echt sensationell. Seht ihr den Baum? Es herbstelt. So, und das ist der dritte Hof. Ich habe gerade mit einem Mann gesprochen. Hier wohnen 45 Mann Familien in der Burg. Ich bin voll neidisch. Statistisch gesehen muss es ja einen einzigen Homosexuellen geben. Den gilt es zu finden.